Liebe Kundinnen und liebe Kunden, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der RIMO R5 Newsweek. Mein Name ist David Olfensberger von der Geschäftsleitung von der W&W. Wir haben uns entschieden, einen digitalen RIMO-Anlass durchzuführen. Wir wollen dem wichtigen Meilenstein so die nötige Präsenz verschaffen. Wir zeigen Ihnen verteilt über die nächste Woche der nächste grosse Schritt in der Entwicklung, das RIMO R5. Das RIMO R5 ist nicht nur für uns, sondern auch für Sie ein wichtiger Meilenstein. Wir werden Sie ab dem nächsten Montag bis am Freitag jeden Tag mit einem Kurzvideo über einzelne handverlesene Highlights von der neuen Programmgeneration informieren. Die Referenten von diesen Beiträgen, das sind alles Mitarbeiter von der W&W. Wir sind stolz auf die neue Version und freuen uns, Ihnen die neuen Features vom RIMO R5 präsentieren zu dürfen. Jeder von diesen Tagen, der steht unter einem Motto. Am Montag, da werden wir Ihnen unser Kundenversprechen und die neue Inserierungsfunktion vorstellen. Am Dienstag, da zeigen wir Ihnen das E-Dossier. Und am Mittwoch, da geht es um die Aufgabenliste und den Mahnlauf. Am Donnerstag, da zeigen wir Ihnen die Effizienzsteigerungen durch den Kommunikations- und Mietvertragsassistenten. Und die RIMO R5 Newsweek, die tun wir mit der Vorstellung vom RIMO R5 Portal und der Abnahme-App am Freitag abschliessen. Sie sehen, es kommt eine bald die Ladung an Neuigkeiten auf Sie zu. Sie alle kennen das RIMO sehr gut. Bevor wir jetzt Ihnen die nächste Woche die nächsten Meilensteine in der Geschichte vom RIMO präsentieren, möchte ich Ihnen drei aus meiner Sicht wichtige Meilensteine aus der Vergangenheit vom RIMO aufzeigen. Der erste Meilenstein, der kommt aus 1986. 1986, das ist das Gründungsjahr vom RIMO R4. Die DOS-Version vom RIMO, das ist die Vorgängerversion vom RIMO R4 gewesen, also sozusagen die Großmutter oder der Großvater vom RIMO R5. Im gleichen Jahr, nämlich auch 1986, da hat sich auch der erste Computervirus fürs Microsoft DOS verbreitet. Der Name von dem Virus ist Brain gewesen und ist von zwei pakistanischen Brüdern entwickelt worden. Die zwei haben das Computergeschäft und haben selber Softwareprogramm für die Medizinalbranche entwickelt. Die zwei hat es gestört, dass ihre Software von ihren Kunden kopiert und illegal weiterverbreitet worden ist. Mit dem Virus Brain haben sie die Urheberrechtsverletzung wollen unterbinden. Wenn man sich so eine kopierte Version installiert hat, dann ist dem Benutzer angezeigt worden, dass sein PC infiziert ist und es ist die volle Kontaktadresse mit Telefonnummern von dem PC laden von diesen beiden Brüdern angezeigt worden. Man soll sich doch dort für die Impfung melden. Schon bald haben sich aus der ganzen Welt wütige und infizierte Menschen bei dem Computerladen in Pakistan gemeldet und die Telefonleitung, die ist zusammengebrochen. Der zweite Meilenstein, der ist 1998. In diesem Jahr ist RIMO erstmals mit der Version 4.0 ausgeliefert worden. Die Version hat die DOS-Version abgelöst und mit dieser Version hat auch die Erfolgsgeschichte vom RIMO R4 angefangen. Vielleicht können Sie sich auch noch an die grafischen Kacheln im Startmenü erinnern. Auch ein anderes Softwareprodukt hat 1998 seine Verbreitung gestartet. 1998 ist nämlich von Larry Page und von Sergey Brin Google gegründet worden. Sie haben die erste Testversion auf den Markt gebracht und am gleichen Jahr ist ihre Suchmaschine offiziell ans Netz gegangen. Für viele von uns ist Google ein fixer Bestandteil von unserem Leben heute. Ich selber habe sogar die Information über Google bei Google gegoogelt. Der dritte und letzte Meilenstein ist 2008. In diesem Jahr hat das RIMO R4 mit der Übernahme von der Arion Schweiz zu der W&W gewechselt. Über mehrere Jahre haben wir Gerüchte widerlegen,
dass RIMO trotzdem weiterentwickelt wird. Das einzig wirklich wirksame Mittel gegen die hartnäckigen Gerüchte sind eine konstante Weiterentwicklung von dem Produkt gewesen. Im Gegensatz zum RIMO R4 ist ein anderes Produkt ab 2008 nicht mehr weiterentwickelt worden. In diesem Jahr hat sich das amerikanische Medienunternehmen AOL entschieden, ihren Internetbrowser Netscape Navigator nicht mehr weiterzuentwickeln. Ich habe das ein bisschen schade gefunden, weil für mich persönlich ist der Netscape Navigator eng mit meinen ersten Interneterfahrungen verknüpft gewesen. Wo liegt jetzt der Entwicklungsschwerpunkt der W&W? Ich möchte zwei für Sie relevante Punkte erwähnen. Erstens, wir wollen gegenüber unseren Kunden noch transparenter werden und sie vermehrt in die Entwicklung unserer Produkte einbinden. Konkrete Beispiele sind unsere Webinar- oder Erfahrungsaustauschgruppen. Etwas Neues haben wir bereits während der langen Beta-Phase vom RIMO R5 ausprobiert. Beta-Kunden konnten einzelne Wünsche einbringen und für die auch entsprechend abstimmen. Der zweite Punkt, da geht es mehr um eine Dienstleistung. Und zwar werden wir sie zukünftig Ihnen den Zugriff auf ein Kundenportal ermöglichen. Am Anfang ist der Fokus von dem Kundenportal noch auf der Meldung von einem Hotline-Fall. Der Inhalt wird sich aber laufend erweitern. Die ersten Kunden, die werden wir schon in den nächsten Monaten informieren und auch entsprechend aufschalten auf das Portal. Ich hoffe, ich kann Ihre Neugier auf die nächste Woche ein bisschen wecken. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser RIMO R5 neuen Programmgeneration. Und am einfachsten macht sie das direkt mit einem Kommentar, gerade direkt unten am Video. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende mit viel Vorfreude auf die nächste folgende RIMO R5 Newsweek. Vielen Dank.